Guten Tag und guten Morgen, herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde. Und zwar mache ich jetzt hier weiter an dem Mitsubishi L200 Diesel. Ich habe schon ein Video gemacht vor einer Woche circa, wo ein Fehlerbild beschrieben wurde und auch ein Fehlercode genannt wurde. Dieser Fehlercode war aber nicht der richtige. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe den Fehlercode von einem anderen Fehler beschrieben, den wir jetzt klären, hoffentlich. Das Ladedruckproblem, das ist aber gelöst, also das war wirklich die Klappe. Ja, alles wieder hier schön verbaut. Aber wir haben noch den Druckbegrenzer, das Problem noch drin. Und das habe ich gesagt, hängt mit dem Fehler vom letzten Video zusammen, hat mit dem Turbolader hier gar nichts zu tun gehabt. Ich habe es einfach, vertauscht. Im Fehlerspeicher waren noch Ladedruckfehler drin etc. Die sind jetzt weg. Jetzt haben wir noch den Druckbegrenzer drin. So, der Druckbegrenzer dient hier der Druckbegrenzung im Kraftstoffsystem, in der Kraftstoffförderanlage. Und dieses Teil, dieses Ventil geht gerne mal kaputt. Leider warte ich dank Corona jetzt sehr, sehr lange schon auf das Ersatzteil. Das ist aber ein Fahrzeug, das gebraucht wird. Deshalb werde ich das Ventil jetzt mal ausbauen mit euch zusammen, das hier zeigen. Und eventuell bekommen wir es repariert. Eventuell. Oft verstopfen die nämlich nur. Da ist ein Sieb drin, meine ich. Sehen wir gleich, ob das drin ist oder nicht. Dann machen wir das alles sauber, schleifen das neu ein und bauen es dann vorerst wieder an, dass das Auto läuft, bis das Teil da ist. Und dann bauen wir das neue ein. Okay? Das ist einfach eine Soforthilfe, weil das Fahrzeug jetzt wirklich schon mehr als eine Woche, länger als eine Woche hier steht. Und es wird gebraucht jetzt. Ja, das Ding muss jetzt laufen. Und ich habe langsam auch keinen Bock mehr, dass er hier rumsteht. Deswegen muss jetzt erstmal die Batterie weg, damit wir schön an die Hochdruckpumpe rankommen. Die steckt hier unten und wird mit dem Zahnriemen angetrieben. Viel Spaß beim Video. Ich muss ja gar nicht alles lösen, nur so ein bisschen, unten ist dann eingehakt. Kurzer Handschuhwechsel, weil jetzt machen wir das Ventil raus und dann kommt ein bisschen Diesel raus. Also nicht zu viel, braucht es nichts unbedingt unten einen Auffangbehälter drunter machen, es reicht ein Lappen. Und jetzt haben wir auch schön Platz. Also die Batterie solltet ihr schon ausbauen. Jetzt kommen wir hier super an die Pumpe ran. Und da ist dann das Ventil. Das holen wir jetzt raus. Den Stecker, ja, kann ich den gleich lösen hier mit einer Hand. Und riegeln oben, jawohl. Und dann habt ihr ihn. Der Kontakt dreckig. Okay, jetzt holen wir das hier raus. Die zwei Imbusschrauben oben und unten lösen. Und dann haben wir das Ding schon in der Hand. Und dann habe ich auch die Originalnummer wahrscheinlich. Hoffe ich doch. Ach, mich catcht gerade richtig der Heuschnupfen. Brutal. Brutal. So. Und hier haben wir das Ventil und wir gehen jetzt mal zur Werkbank und schauen uns das an. So, ich melde mich jetzt einfach hier mal per Voice-Over. Ich habe das Ventil jetzt hier in der Hand und dann ist da so ein Schnappring drin, so nenne ich es einfach mal. So ein Ring, den man eben zusammendrücken muss, damit er wieder rausgeht. Ihr könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren, wie das richtig heißt, bevor ich es jetzt google. Ja, dazu braucht ihr natürlich die speziellen Zangen. Da habe ich, wie ihr seht, unten im Bild so einen Koffer. Und die Zangen kann man auch verstellen, dass sie beim Zusammendrücken schließen oder eben öffnen, je nachdem, wie man es einstellen will. Ihr seht es an der Schraube, an der Zange. Gut, Ring ist draußen und dann kommt auch schon die mechanische Steuereinheit raus. Ja, ich habe da das Kamerabild ein bisschen zu weit nach unten gesetzt, aber es wird noch besser. Und unterhalb ist dann noch eine Feder, ja, wie beim Kugelschreiber. Und die liegt da auch schon auf dem Tuch. Man kann es auch erkennen, würde ich sagen. Da seht ihr diese Spuren. Ja, das sind klassische Abriebspuren, weil sich das Ganze ja auch bewegt im Ventil. Und überall, wo Abrieb ist, entstehen halt auch Rückstände.
Und diese Rückstände verstopfen dann gern mal das Ventil. Und das ist, denke ich, der Hauptfehler. So, kurzer Bildwechsel. Da seht ihr jetzt die, ja, so ein Gefäß mit einer Flüssigkeit drin. Das ist Bremsenreiniger, nichts Wildes. Da habe ich das Ventil dann reingemacht, beziehungsweise einen Teil davon. Weil da sind so kleine Bohrungen drin. Und die, wenn die zu sind, dann schaltet das Ventil eben nicht mehr richtig. Und das versuche ich da eben zu reinigen. Jetzt mache ich noch die O-Ringe weg. Die habe ich am Ende dann auch erneuert, dann ging das Ventil aber gar nicht mehr rein beim Einbau, weil das eben nicht die Originalen waren. Das waren so universelle, die ich auf Lager habe und die sind ein bisschen dicker als das Original. Ich habe dann die alten wiederverwendet, hat jetzt gepasst, ist trotzdem noch dicht, die waren noch gut. Nur wichtig zu wissen für euch, wenn ihr das Ventil ersetzt, was wir ja auch noch machen werden, also ein neues kommt noch rein, das war ja nur eine vorläufige Reparatur, aber bis jetzt läuft er echt super, by the way. Beim neuen Ventil sind die O-Ringe natürlich neu mit dabei. Jetzt reinige ich das Gehäuse auch noch, weil wenn der Abrieb da ist, ist er natürlich auf beiden Seiten. Da kommt man dann leider zum Reparieren oder zum Einschleifen nicht so gut rein. Ich habe mal ein Video gesehen, da hat es einer gemacht mit so einem, für die Ohren, mit so einem Stab zum Reinigen. Und ja, kann man ein bisschen was machen, aber 100% geht das dann auch nicht. Jetzt habe ich hier einfach nur die Zahnbürste meiner Frau. Kleiner Scherz am Rande. Nee, eine Zahnbürste macht das halt alles sauber. Und hauptsächlich, weil ich die Originalnummer gebraucht habe oder wollte. Was aber auch so kein Problem ist. Das Ding ist halt, es gibt zwei Ventile von Nissan und Mitsubishi. Und man muss checken, das steht so beim Lieferant, welche Originalnummer man braucht, weil es ja eben Unterschiede gibt. Aber wenn man PartsLink hat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, PartsLink 24, da könnt ihr die Fahrgestellnummer eingeben, dann habt ihr alle Daten und könnt alle Ersatzteilnummern raussuchen. Da kommt dann auch nur eine und mit der Ersatzteilnummer, Originalersatzteilnummer, die auf die Fahrgestellnummer abgestimmt ist, habe ich das dann bestellt und dann kam auch schon das Richtige. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen vorspulen. So. Ja, und so. So frisch gereinigt, ne? Sieht das Ganze dann auch schon ein bisschen neuer aus und hochwertiger, nicht mehr ganz so versifft. Und da sieht man auch, wenn es der Autofokus hinkriegt, jawohl, da haben wir die Ersatzteilnummer, die ich gebraucht habe. Welche ihr braucht, müsst ihr natürlich bei euch separat klären. Also fragt mich jetzt nicht in den Kommentaren nach der Nummer, das bringt nämlich nichts. So, beim nächsten Schritt. Was habe ich hier gemacht? Hier habe ich einen Bohrer mit. Ich habe es erst versucht mit einem 5,5er. Habe aber dann gemerkt, dass der nicht passend ist. Also ich habe es dann gleich, werden wir gleich sehen, nochmal geändert. Und zwar habe ich einfach einen 5er Bohrer genommen und das Ganze dann mit Isolierband ummantelt, sodass er nicht schneiden kann. Also das wäre fatal, wenn ihr das Ding jetzt innen irgendwie aufbohrt oder sowas. Das solltet ihr auf keinen Fall tun. Mir geht es nur darum, und das seht ihr auch gleich in den Aufnahmen, dass ich den einspannen will, genau, oder wollte hier, in meinen
in meinen Akkuschrauber, damit sich das Ganze bewegt, quasi wie so eine kleine Drehbank. Und dann habe ich einfach ein 2000er Schleifpapier genommen, das Ganze noch mit WD-40 aufgesprüht, quasi ein Nassschleifen, ja, und das noch so schonend wie möglich zu machen. Und das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, das Bauteil dreht sich hier, dann bin ich mit der Hand hin und habe das einfach neu eingeschliffen mit 2000er. Und die Spuren waren weg. Ja, also das Ganze war dann, es sah aus wie neu, seht ihr auch gleich. Ich zeige es noch in die Kamera. Es hat echt gut geklappt. Also alle Reibflächen habe ich dann hier neu eingeschliffen quasi. Und ja, wo haben wir es denn? Ja, da seht ihr das dann, ne? Also die Spuren sind alle weg. Es sieht wirklich aus wie neu. Und so habe ich das dann wieder eingebaut. Ja, einfach um da irgendwelche Verhakungen oder ja, das, falls sich etwas einklemmt oder so, eben das zu vermeiden. Genau. Gut, am Ende dann nochmal eben sauber gemacht, dass die Schleifspuren oder die Rückstände vom Schleifen eben nicht nochmal neu was verstopfen. Und das Ganze natürlich, bevor ihr es einbaut, mit Druckluft nochmal alles abgeblasen und getrocknet. Genau. Und das war es im Grunde auch schon. Und jetzt würde ich sagen, wechsle ich auch wieder ins Video. Haut rein und viel Spaß. So, das Ventil habe ich jetzt mal überholt. Heißt, ich habe es einmal gereinigt und ihr habt es gesehen mit dem 2000er Schleifpapier und WD-40 einmal kurz abgeschliffen, damit diese Spuren, die ihr hoffentlich auf dem Bild gesehen habt, mal weg sind. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich hänge die Batterie jetzt rein. Ich mache sie vermutlich noch nicht fest. Lösche dann den Fehlercode, starte den Motor und fahre mal eine Runde und vielleicht ist der Fehler auch schon weg. Geil wär's.